So, Harry sagt Hallo und guten Tag. Heute am Strand gesehen oder heute ja eben an dieser Stelle hier an der Strandpromenade. Wir sind hier genau gegenüber der Fundgrube am Einkaufszentrum Varadero und hier passiert einiges. Und zwar der Strandweg, der Promenadenweg wird neu gemacht. Und ja, ich hatte ja gerade oder ein Gespräch mit einem der hier anwesenden Männern und hier fangen sie an dieser Stelle genau gegenüber vom Supermarkt am Pinguino und das geht jetzt in diese Richtung und er hat gesagt, die machen also Stück für Stück. Wir gehen das Ganze jetzt mal hier ein bisschen ab. Ja, Bauwegen zwischendrin, alles gut organisiert natürlich, wie man es auch von Lopezan kennt. Die Absperrungen hier. Ja, und jetzt gibt es wieder ein bisschen was zu beobachten. Wir laufen jetzt auf den sozusagen zweiten Weg neben dem Strandweg, neben der Strandmauer. Ja, ich werde dann noch ein bisschen die andere Seite einspielen, das Video einfach mit dranhängen. Und da vorne, da wird schon gearbeitet. Ich möchte jetzt hier auch nicht schnell lang fahren, weil das ist natürlich jetzt alles ein bisschen enger hier. Ja, ich habe ja in der Realität schon darüber berichtet und das würde den Rahmen sprengen. Deswegen gibt es hier noch mal extra ein bisschen was für die, die es interessiert. Also hier ist nichts mehr mit auf dem Mäuerchen sitzen. Beim Pinguino das Eis genießen, da müsst ihr jetzt alle ein bisschen laufen. Und die Frage natürlich, warum man das nicht vor einem Jahr gemacht hat, kann ich euch nicht beantworten. Und ich glaube, es gibt wenige, die da jetzt Rede und Antwort stehen, die werden ganz einfach jetzt dazu keine Aussagen mehr machen können. So, und hier die Restaurants, die werden sich natürlich auch freuen, dass sie eine neue Promenade kriegen, aber natürlich jetzt nicht freuen, dass sie hier die Baustelle vor der Nase haben. Aber keine Rose ohne Dornen, sagt man. So, und hier könnt ihr sehen, wie es funktioniert. Der LKW, ein kleiner Bagger mit seiner Schaufel, der sich hier an den alten Belag macht. Und das sind ja keine Platten, das sind ja, ist ja Beton, ihr werdet es hier sehen. Und da wurde nur ein Muster reingedrückt. Und vor allen Dingen leises Gerät hier, neues leises Gerät, das ist schon mal wichtig. So, und hier sind die Steine und in der Mitte die roten Felder, das ist Beton. Hier seht ihr das Rote, das Beton und daneben die grauen Steine. So, und die nächste Schaufel. Ja, die haben schon was geschafft hier. Es sind schon ein paar LKW-Fuhren weg. Die haben gestern hier angefangen.
So, und hier ist der Bauzaun aufgestellt worden mit den ganzen Hinweisen. Alles der Norm entsprechend. Hier ist das Café de Paris und natürlich des Maximilians. Und hier hat man den Zaun schon provisorisch aufgebaut. Da hat man schon irgendwas in der Erde gemacht hier. Und zwar wird hier geöffnet. Das ist die Lauffläche, die dann sozusagen benutzt wird. Anstelle des Weges, auf dem ich jetzt hier stehe. Und das Rote hier in der Mitte, das ist der Beton mit dem Muster. Und an der Seite sind die Pflastersteine. So, also es wird ein bisschen ungemütlich hier jetzt in den nächsten Tagen, Wochen. Da vorne sind auch Menschen am Arbeiten. Und da gehe ich natürlich jetzt auch nochmal hin. So, und hier ist noch der andere Bautrupp, der den Weg jetzt bereitet, der später genommen wird. Die legen hier die Platten. Der provisorische Weg, der über den Rasen geht, wenn sie hier dann alles zumachen, ja, dann hoffe ich mal, dass wir morgen um 16 Uhr hier noch stehen können. Wenn nicht, dann irgendwo hier in der Nähe auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall hier sehen oder treffen. Und wenn nicht, dann vor dem Leuchtturm, vor dem Faro. So, und damit ist der kleine Rundgang hier beendet. Ich zeige es euch nochmal. Wenn die Promenade vorne gesperrt wird, dann ist das der Weg, den die Menschen benutzen müssen, um hier von A nach B zu kommen. So, und damit sage ich jetzt auch Tschüss, hasta luego. Die kleine Baustellensendung heute gesehen am Strand, am Boulevard Maspalomas Meloneras, ist hiermit beendet und ich halte euch auf dem Laufenden. Auskriegen. So, und ich habe mich ja gerade unterhalten mit einem freundlichen, sehr freundlichen Mitarbeiter von Lopesan und er sagt mir, ja, es geht um den Weg und der soll so gemacht werden wie das andere Stück, was wir schon gesehen haben vom Hotel Via del Conde und die machen immer Abschnitt für Abschnitt, öffnen dann wieder, wenn es fertig ist und ja, das Material wird höchstwahrscheinlich hier angeliefert werden. Hier hat man einen größeren freien Platz. Und natürlich die Frage der Fragen. Warum hat man das nicht in den letzten 1,5 Jahren gemacht? Ja, was soll er drauf sagen? Er ist nur das ausführende Organ und nicht das planende Organ. Also, es ist el por el material. Para el material, para los piedras. Also der erste Abschnitt geht bis hier und hier werden wohl die Maschinen und die Steine dann eingelagert und hier hat man den Zaun aufgebaut.